Oh mein Gott! Habt ihr Verteidigung? In Deckung! Oh, die greifen wir noch an, die Dreckschweine. Hey Kinder, was geht bei euch ab? Junge, willkommen zu Tribe Wars. Am Start sind Ark. Ja, genau. Hier Onkel steht hier schon rum und tanzt. Und Gamers Check LP. Und der Revano ist auch. Hi! Irgendwo versteckelt. Wo ist er denn? Der ist vor den Toren. Alter, dass du dich mit uns rumtribst, ja? Ja, ich weiß auch nicht. Also das ist wirklich... Guck mal, da ist er ja, der Triber. Yay! Yeah, guck mal, wie langsam ich laufe. Das ist hier Matrix-Modus, weißt du? Ultra-Crank. Guck mal, wie schön ich immer noch bin. Ich bin ja immer noch so herrlich. Ja, wenn ich deinen Kadaverkörper ansehe mit dem breiten Gesicht, echt geil. Ja, ich bin schon ganz schön aufweitend. Also, wie wäre es denn... Doch, erzähl. Ich weiß nicht, wollen wir jetzt draußen die Wände weiterbauen? Oder möchtest. Achso, vielleicht könntest du mal deinen Zuschauern über Dummbabler erzählen, was hier so alles abgegangen ist. Und hier mal gucken und zeigen, was da so alles genau passiert. Kinder, ihr werdet es nicht glauben. Ihr könnt euch ja noch erinnern, letztes Mal hat alles hier stattgefunden, so im Kleinen. Am Ende wurden wir sogar noch kurz überrascht, das habe ich noch gar nicht erzählt. Da kamen plötzlich Fremde, das waren welche aus dem Rekrutenlager, gell? War das? Richtig. Und die haben uns ganz viel Fleisch geschenkt, das bis mittlerweile natürlich alles verrottet ist, weil ich es nicht gut verpackt habe. Und jetzt beginnt die richtige Party. Oh, Moment, ich muss das trinken. Oh mein Gott. Du bist ja eh der Koch. Du machst uns schon ein geiles Menü. Genau, ich bin ja der Koch. Rumsteak. Und ja, lecker Rumsteak. Das muss ich alles noch lernen. Das ist echt lächerlich, dass ich das noch nicht gelernt habe. Aber ich bin auch erst Level 8. Na, mittlerweile Level 9. Moment mal, ich muss doch kurz mein Level vollziehen. Achtung, warte. Killer, pass auf. Wer reitet hier? Oh no. Er hat einfach vor mich geschissen. Warte, da werde ich einfach meinen Haufen draufsetzen. Kacke. So, und mein Haufen ist in diesen kleinen Stein reingefallen, einen Moment. So, oh, jetzt habe ich, ja, da die zwei Häufchen. Der Haufen ist aber nur marginal größer als meiner, also das muss ich schon sagen. Ich hebe jetzt meinen auf und komm, den anderen auch noch. Will man nicht so sein. Darf ich mal ganz kurz stören? Natürlich. Der Onkel hat mir ja einen Komposthaufen hier hingesetzt, ne, so eine Holzkiste. Und jetzt habe ich gerade den ersten Kompost da rausbekommen. Und zwar kriegt man dann 50.000 von diesem Scheiße da. Fertilizer, oder? Ja, das genau. Heißt. 50.000 habe ich jetzt. Allein durch einmal so einen Kompostplotter. Ist krass, ey. Also da ist die Scheiße. Also kackt jetzt bitte immer in den Komposthaufen, ja? Alles klar, gut. Da ist die Kacke am Dampfen. Da ist die Kacke richtig. Dir das, ey. Die ist schon ganz braun, du. Lecker. Lecker Schmecker für Spaßentdecker. Ich muss schnell Beeren essen. Ich gehe jetzt zu diesen Streifen darunter, mit dem Risiko natürlich, dass mich hier irgendwas anfällt. Habt ihr eigentlich schon eine Wasseranbindung irgendwie oder muss man immer noch runter? Ach, die wollte ich noch bauen, genau. Die ja, muss ich dann noch mach, bauen. Dann mach das doch jetzt, die Wasseranbindung da. Genau, dann mach das doch gerade mal jetzt. Echt? Weil das jetzt wär... wir gehen jagen, oder? Ja, ich muss doch ganz kurz, Moment, irgendwie, ich bin noch völlig. Ja, nee, jagen braucht ihr eigentlich nicht. Ihr könntet sammeln weiter. Jagen, wozu jagen? Wir gehen leveln. Ja, dann ist das Dino füttern, dass ihr dann das rohe Fleisch den Dinos gebt. Ja, dann machen wir, oder? Ja, füttern wir die Dinos, okay? Weißt du, ich muss erstmal kurz normales Fleisch mir holen. Ich verdurste, Chat. Einen fetten Haufen Scheiße, die packe ich gleich mit hier rein. Ich habe ja noch einen großen Haufen, sehr gut. warm und gut duftend. Warm und Haufen. Du warst eigentlich gerade noch beim Lager zeigen, deinen Zuschauern, und hast es dann doch wieder abgebrochen durch deinen Skillpunkt. Obacht, da hinten. Ich möchte aber dazu sagen, dass Rivano und ich nichts mit diesem Lagerbau zu tun haben. Das war alles Erik und Smiley. Genau, alle negativen und positiven Erweiterungen. Smiley. Ich habe also diese Ding interessiert mich schon mal sehr stark, diese Dodo-Farm. Was kann man da... Du kannst von der Seite reingucken, du musst nicht unbedingt reingehen. Was kann man da machen? Also wofür, also die ist einfach die nur Dodos sind, da. Ich denke mir mal, dass die 20 Dodos zusammenkommen sollen hier, wegen der Quest. Es gibt doch diese Quest. Ja, genau. Ich hab mal bei Chris reingeschaut und da haben sie, glaube ich, gerade die Wasseranbindung gemacht. Das ist auch eine Quest, oder? Dass man irgendwie 5 Gebäude mit Wasser versorgt oder so. Waren es nicht nur 3? Oder nur 3, ich weiß es nicht. Das ist schon länger her. Ich habe mich ein bisschen umgeschaut, wer halt so mitmacht. Hier vorne ist das ultimative Tor, guckt es euch an. Ich guck's von oben an, diesem Punkt. Das ist heftig. Da also kommt schon. Jemand, da fliegt jemand auf einem Viech über unsere Mauer. Echt? Ist das geplant? Was? Ja. Lila. Ja, das ist Chris Place. Die dürfen uns angreifen, sehe ich das ja, richtig? Ja, oh mein Gott! Habt ihr Verteidigung? In Deckung! Oh, die greifen wir noch an, die Dreckschweine. Oh krass, okay. Ey, wenn man vom Teufel spricht, oder? Ich habe gerade von Chris gesprochen und dann kommt er angeflogen auf seinem Toll. Tier. Ich habe nur die ultimative Picke. Der Flugsaurier, der lacht mich aus. Sein Köttel erschlägt mich. Ach fuck, die Waffen sind ja da vorne. Verdammt.
Verdammte Scheiße. Da wo ich bin am Tor, sind hier die Waffen, wo ist die Bazooka? Ah, die haben nur gewartet, die kommen ja gleich mit 30 Mann, Was ist denn mit unseren Raptoren? Greifen die wenigstens an, nö, ne? Die oh Gott. Aber die dürfen ja keine Gebäude zerstören, von daher alles okay. Der Chris, wie er mich anguckt, ich stehe hier vorne in unserem... Boah, er landet. Ja, er zerbeißt hier ein bisschen unsere Barrikade. Ja, ich kann ja gar nichts machen, ich bin ja total nackt. Warum spannt er den Bogen nicht? Bist du doof? Ach, ich habe keine Pfeile. Das ist natürlich eine geile Aktion. Ich ziehe in den Krieg ohne gescheite Waffe. Es ist ja gar kein... Ich renne jetzt erstmal... Wir sind in unserer Hauptbase, liebe Leute. Ich renne mal nach hinten. Ah, shit, ich brauche immer noch Wasser. Ich brauche erstmal Wasser, Leute. Ich habe gerade ein Problem, das ist... Lass die sind in unserer Hauptbase. Ja, der ist hinten reingeflogen. Ja. Aber ist ja alles abgeschlossen, oder? Unsere Sachen. Keine Ahnung. Ja, aber. Was? Keine Ahnung? Ja, die sind aber. Nein, ich meine, die sind. Ja, die sind wieder vorne, okay. Mann, scheiß Adler da. Shit, er ist bei mir hier unten. Ich bin gerade am Wasser und jetzt fliegt er mich an und. Oh, scheiße. Du bist aber noch gar nicht Level 15. Ja, ich bin noch nicht Level 15, das, vielleicht weiß er das aber nicht. Ja, hast du denn deine Farbe schon an? Nein, hab ich nicht. Ich bin weiß komplett. Ja, warum lässt er dich dann nicht in Ruhe? Stimmt. Mensch, Chris, du gemeiner Zachary. Ah ja, die haben die Regel. Dummbabbler ist noch nicht Level 15, ihr Schweine. Dummbabbler ist noch nicht Level 15, ihr Schweine. Was greift ihr Dummbabbler an? Was ist da los? Redet der mit uns, oder was? Vielleicht. Wo ist die Farbe? Dann würde ich mich einfach mal einfärben. Was der greift dich einfach an. Der kommt aber hier alleine reingeflogen, der Drecksack. Das ist doch schon mal gut, wenn er... Drei Holz brauche ich. Ich brauche schon mal gut, wenn er da rumfliegt alleine und uns nicht... Oh, ich sehe eine komplette Hide-Ausrüstung. Soll ich meinen Cloth einfach wegschmeißen? Ganz ehrlich, wenn die uns kannst töten wollten, könnten die das locker machen. Ja. Da greift er uns einfach an. Hat er das mit Absicht gemacht? Ja, wir brauchen mehr Pfeil und Bogen. Ich konnte den. Alter, ich habe jetzt ein paar Pfeile reingejagt. Ich glaube, ein paar Mal habe ich ihn schon getroffen. Ich habe mit Steinen hintergeworfen. Ich glaube schon, dass ich ihn getroffen habe. Wir haben sie in die Flucht geschlagen. Ja, sie hatten von Anfang an keine Chance gegen uns. Sie hatten alle Angst vor Killer. Vielleicht war das auch aus Versehen. Ja, vielleicht. Dass der Dino uns aus Versehen angegriffen hat? Oder haben die dich, oder hast du auch einen Schlag abbekommen? Er ist richtig auf mich zugeflogen, hat mir den Arsch gekniffen, also mit seinem Viech. Da war ich war gerade unten am Wasser und hab meinen Beutel aufgefüllt. Er wollte den Killer nur aus Versehen ein bisschen fressen, so, kein Problem. Ja, mal so probieren, ist ja auch jetzt nicht so tragisch. Jetzt habe ich hier in die Basis geschissen, das ist mir aber peinlich. Aber das ist ein bisschen traurig, dass unsere Raptoren hier, die Lofus, die sind alle noch an derselben Stelle. Die haben keine Lust gehabt zu jagen. Habt ihr die auf Angriff eingestellt eigentlich hier? Die dürfen nicht angreifen. Wo ist denn Preserving Bin? Hätten die jetzt angegriffen, hätte er sie töten können. Hm. Also es war schon gut so. Es war schon gut so, dass sie jetzt neutral waren. Da wollte vielleicht bloß mal provozieren, da wollte bloß mal hier ein bisschen auf den Sack geben. Mal gucken, das sehen wir ja dann in seinen Parts. Wir gucken natürlich auch deine Parts und dann werden wir mal sehen, was du dir jetzt hier dabei gedacht hast, du Drecksack. Er hat sich schon kaputt zu Tode gelacht, ey. Oder die kommen jetzt gleich mit mehreren. Wo ist denn der Kompost so nebenbei? Wo ist denn der Kompost, in den ich reinkacken soll? Direkt an meinen Strebergarten. Ah, okay. Zum Strebergarten. Da, wo die Streber drin liegen. Im Strebergarten, alles klar. Ich schmeiß hier mal die Kacke rein. Also ich gehe jetzt mal auf den Wachturm hier. Mein Gott, der rennt wieder durch die Leiter, der beschissen. Der Verschissene. Wir beide gehen jetzt gleich jagen, dass du auf Level 15 bist, damit du dann deine gelbe Rüstung hast. Damit die gelbe Rüstung wirklich... muss er doch sowieso schon anziehen. Ja, damit du dann getarnt bist, weißt du, wenn du im Boden liegst. Genau, wo ist hier noch immer gelbe Farbe, Onkel? Genau, wo? In irgendeiner Kiste vorne bei den ganzen Dings, bei den Grobenden. Ich bin jetzt wunderschön ausgestattet mit gelben Jungle. Killer, wo bist du? Ich komme jetzt raus, ich komme vor ans Tor. Ja, dann treffen wir uns, dann gehen wir beide in der Zeit dich auf Level 15 bringen, ja? Ja, machen wir. Dann helfen wir den Onkel, sag mal schnell. Beim Onkeln. Genau. Ich sag dir aber gleich, am schnellsten Level 15 wirst du, wenn du Narko-Bären herrscht, Narko-Dinger herkommst. Narkotics, echt? Das ja, ist Narkotics doch... herstellst, dann kriegst du die meisten Punkte. Das haben die ja schon die ganze Zeit erklärt, das nennt sich dann Power-Leveling, wenn du das die ganze Zeit machst. Also das funktioniert. Killer, gehen wir hier links lang, Killer. Oder? Hier ich, so schön so. Ich folge dir, ja. Ja, okay, dann bleib bei mir, dann schauen wir mal. Also ich würde sagen, Schildkröten und Dodos können wir jagen. Genau, Killer. Machen wir. Abo? Ich hab... Abo. Was? Babo. Ich hab nur fast kein Zeug dabei zum Fighten. Ich hab zwar eine Slingshot dabei, die schon so ein bisschen kaputt ist, aber ich hab keinen Speer dabei. Ist natürlich schwach. Ja, Onkel ist hängen geblieben. Warte, mach mal nicht die Steine alle kaputt. Vielleicht wollen die da noch was was bauen, so, weißt du? Achso. Lieber die da hinten, so, die ein bisschen weiter weg sind. Alles klar. Oh, warte mal. Hast du dir mal das angeguckt, wo jetzt Dings im Rekrutenlager war?
Leck mich am Arsch, sag ich mal. Was? Nee, ich hab... Du musst ja bei Chris gucken, da war im Rekrutenlager, aber das ist auch schon länger her, also da ist schon viel mehr dazugekommen. Aber da war im Rekrutenlager, das mal besucht und ja, ich habe auch schon mal angefragt, wir dürfen natürlich auch gerne mal das Rekrutenlager besuchen. Ja. Dann müssen wir dann halt bloß mal Bescheid sagen und dann gehen wir da hin. Und wir können auch das Rekrutenlager, weil die, das sind wohl ziemlich Auskenner und so, haben wir schon... Habe ich schon gesagt, dass der dann vielleicht auch am Ende dann vielleicht mal bei uns in der Basis vorbeiguckt und dass man nach Glitches absucht oder nach wo sie bei uns eindringen können oder so, weißt du? Also, Killer, Dummi, lauf mal nicht so schnell, ich bin hier. Ja, ich habe dich gesehen, ich hole mir nur den Dodo da oben, da ist ein kleiner Dodo. Ja, ich komme mit, ich will auch einmal drauf schießen, auf den dreckigen Stück Elend. Voll an den Kopf und er fällt einfach direkt Alter, um. Alter, der ist direkt zerlegt, hast du den. Gib mir einen Schlag, bitte. Achso, hier. Achso, aber er ist schon tot. Nee, das ist ja nicht schlimm. Ein Schlag brauche ich nur, jetzt darfst du. Okay, alles klar. Ja, das zählt dann immer, da kriegt man noch ein bisschen mehr. Aber bekommst du nicht immer mit? Also auch wenn du nicht drauf schlägst? Nee, dann nicht, dann weniger. Ich krieg auf jeden Fall ein bisschen was, weil wir im Team laufen, aber weniger. Okay, jetzt müssen wir die Schildkröte wegklatschen. Welche nehmen wir? 24? Ja, die kommen wahrscheinlich beide dann, ne? Dann tu doch ihr beide killen und lass doch einfach einen Killer draufschwarten. Du bist doch schon ein höheres Level als er jetzt. Sei mal nicht so. Geiz doch mal nicht so. Ich geiz ja nicht, aber ich will. Klar, hau du mal drauf, hau mal ich drauf. Ach, Quatsch. Ach, du bist erst Level 9. Ja, okay, dann schießt du die kaputt, ich helf dir. Guck mal, da hinten, Dodus. Ich dachte, du bist auch schon ein höheres Level. Du bist ja erst Level 9, ey. Ja, du kannst ruhig schon mal mit den Schildkröten anfangen. Ich bekomme ja die XP dann mit. Ja, das Problem ist, wenn ich auf eine schieße, kommen alle. Und machen wir erstmal den Rest hier mal. Oh, scheiße, da drüben sind sie schon wieder. Oh. Sind sie in der Basis? Nee, ich sehe sie auf der anderen Seite. Die sind hier. Ja, die werden wahrscheinlich jetzt angreifen, dann kommen wir zurück. Weil schafft der Onkel das nicht gegen den ganzen Tribe. Ich glaube generell, dass wir das überhaupt gar nicht schaffen, oder? Gegen den Tribe. Habe ich auch so ein Gefühl. Das ist, glaube ich, keiner so schwach wie wir, oder? Ich find's kacke, warum ist Eric und so noch nicht da? Dann wären wir zumindest schon mal mit 5, da könnten wir schon mal ein bisschen draufklatschen da. Da hinten sind noch 2 Dodos, aber im Wald geht bei mir die Leckerei los wahrscheinlich. Ja, wir müssen zurück, ey. Wenn die das Dorf angehen, wenn die unsere Basis. Ja, okay, lass zurück. Dann haben wir die verloren, dann ist vorbei, ja. Ich hab nicht. Grüße, Smiley. Servus. Ey! Es war schön, wenn ihr langsam reinkommt, ganz, ganz fix, hallo. Weil wir werden hier angegriffen. Ja. Wir könnten eure Unterstützung gebrauchen. Okay, von wem? Quizplay-Bande. No. Oh. Mit Flugsaurier greifen die an, ja. Ja, okay. Er hat mich knallhart gebissen, obwohl ich noch nicht mal Level 10 bin. Ja, er weiß alle so auf Sturzflug auf den Killer drauf. Ich konnte nicht mehr. Bleib mal kurz ruhig. Was? Ja. Okay. Das sah vor uns aber nicht so friedlich aus. Ich hab gesagt, was du Dummbabbler angreifst, weil der ist noch nicht mal Level 15. Ich stand erst mal da mit meiner Axt. Du wusstest, was ich machen soll. Deswegen bin ich dann vorgerannt und hab dann einen Pfeil und Bogen geholt. Hab ich euch wenigstens mal getroffen? Yay. Yeah. Er kam in Frieden, sagt er. Okay. Ja, er hat mir also friedlich den Arsch aufgerissen, alles klar. Ich verstehe schon. Oh, meine Mann. Killer, bist du schon wieder in der Base drin? Ja, ich bin in der Base. Ich mache jetzt ein paar Narcotics kurz. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir wieder jagen, ne? Im nächsten Part dann. Das ist ja Erik auch noch dabei. Wir sind jetzt Part in 10 Sekunden, ist der Part sowieso zu Ende. Und würde ich sagen, baue ich in der nächsten Part hin, die leider weiter. Laden. Smiley, Eric, Smiley? Ja. Habt ihr echt geil gemacht hier. Ich bin gerade hier mit einem Staunen durch unsere Base gelaufen und das sieht ja schon aus wie der Hauptstützpunkt hier. Das sieht ja schon wirklich geil aus. Ja. Ja, ultra fett. Habt ihr echt gut gemacht, ja. Cool. Habt ihr dafür 3 Tage nicht geschlafen, oder? So ungefähr. Ja, nicht schlecht, ey. Also wenn ich nächstes Mal wieder online gehe, dann ist wahrscheinlich nochmal so ein Riesending dann. Mit Steinmauern und so. Maschinengewehrtürme. Roboter, ja. Terminator. Okay, dann würde ich sagen, beenden wir den Part. Boah, echt? Aber mit Level 80 oder so, ne? Achso, ja. Also dann, ich beende mal kurz den Part und dann machen wir gleich weiter. Also dann, vielen Dank fürs Zusehen. Oh Gott, wie beenden wir immer? Mit Arrrrk? Oder? Genau, mit Arrrrk. Ich bin sehr froh, dass du weißt, wie das Spiel heißt. Ja, ich weiß nämlich, wie das Spiel heißt und das hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, Onkel, das letzte Wort. Da. Der war gut. Jo, liebe Freunde, also dann, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr einen Daumen da lassen. Und wie ihr jetzt sicher schon mitbekommen haben, Erin und Smiley sind dann auch mit wieder am Start. Das ist wonderful und wir sind wieder vollzählig. Das gefällt uns sehr schön. Und ja, würde ich sagen, bis morgen und ciao. Ciao.